Ich freue mich sehr, dass so viele heute mit dabei sind und würde jetzt gerne, bevor wir loslegen, Daniel, dich bitten, einmal die Folie runterzunehmen, damit wir dann uns alle sehen. Und dann geht's auch gleich schon los. Ich freue mich sehr, heute ein ganz exzellentes Panel begrüßen zu dürfen, nämlich Johannes Baldorf, Public Policy Manager bei Facebook Germany. Hallo Johannes. Marie Richter ist mit bei uns mit dabei, Managing Editor Germany von NewsGuard Technologies. Herzlich willkommen, Marie. Danke. Hallo. Aus der Politik ist heute mit dabei Tabea Rösner. Sie ist Vorsitzende des Digitalausschusses, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestages. Hallo, Tabea. Hallo, herzlich willkommen. Und auch mit dabei Fabian Walter, Geschäftsführer der Steuerversum GmbH und Content Creator auf dem TikTok-Kanal und bekannt. Und wenn er noch nicht bekannt ist, dann sollte er bekannt sein unter dem Namen Steuerfabi. Hallo Fabian. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte beginnen mit ein, zwei Zahlen und Fakten, um uns ein bisschen einzustimmen in das Thema. Und da muss ich ein bisschen auf meinen Spickzettel gucken, weil ich die nicht alle auswendig parat habe, aber ich fand sie sehr beeindruckend. Laut dem Digital 2021 Global Overview Report verbringen wir Deutsche, immer mehr Zeit auf den sozialen Netzen, in den sozialen Medien. Und zwar im vergangenen, oder es war 2020, waren es im Durchschnitt täglich 84 Minuten. Und die Tendenz geht weiter nach oben. Vor allen Dingen jüngere Generationen beziehen immer mehr ihrer Nachrichten, ihrer Informationen aus den sozialen Medien. Und derselbe Report, den ich gerade zitiert hatte, der Reuters Report, Digital News Report, demzufolge ist für 30% der befragten 18- bis 24-Jährigen sind die sozialen Medien die wichtigste Informationsquelle für Nachrichten. Und es hat deutlich zugenommen im Vergleich zum Jahr 2019, wo es nur 22% gewesen sind. Und 9% haben angegeben, dass sie ausschließlich alle Nachrichten nur über die sozialen Medien beziehen. Auf der anderen Seite sagt eine immer größere Zahl von Befragten, und das ist laut dem Cybersecurity Report von Deloitte, dass es nicht nur gute Seiten der sozialen Medien gibt, sondern dass wir dort auch eine ganze Reihe von Problemen sehen, nämlich die Verbreitung von Falschnachrichten, von Manipulation der öffentlichen Meinung, aber auch von Hassnachrichten. Und zwar halten es 75% der Befragten Entscheiderinnen aus Wirtschaft und Politik für ein ernstzunehmendes Problem für die Demokratie. Und das Vertrauen tatsächlich in die sozialen Medien ist nicht so hoch, also auf jeden Fall nicht in Deutschland. Nur 14% der Befragten haben tatsächlich Vertrauen in die sozialen Medien, laut dem Digital News Report. Aber wenn man nach den Influencern und das Vertrauen in die Influencer fragt, dann ist das Vertrauen sehr, sehr hoch. Und zwar gerade vor allen Dingen bei der jungen Generation, nämlich bei den 25- bis 34-Jährigen sagen 35%, dass sie mehr Vertrauen, 30%, dass sie mehr Vertrauen haben in die Empfehlungen eines Influencers als in die Empfehlungen eines Freundes oder einer Freundin. Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Den positiven Seiten und den Schattenseiten der sozialen Medien, der Bedeutung der Influencer für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie und wie wir mit den Herausforderungen gemeinsam umgehen können. Und diese Veranstaltung gehört zu einem Projekt, was wir im vergangenen Jahr gemacht haben. Und ich sehe auch meinen ehemaligen Kollegen, den Tobias. Tobias, wink mal, damit alle dich einmal sehen. Tobias hat das Projekt, als er noch bei uns war, mit initiiert und aufgesetzt und auch die ersten Workshops darunter organisiert.
Und unterstützt wird und wurde dieses Projekt von der OSF, der Open Society Foundation, ohne die das auch nicht möglich gewesen wäre. Und heute bringen wir dieses Projekt, was jetzt ein Jahr lang im geschlossenen Kreis eher getagt hat, in die breitere Öffentlichkeit. Und wie gesagt, ich freue mich, dass so viele von unseren Projektmitgliedern, aber darüber hinaus heute mit dabei sind. Und ich würde ganz gerne... Vorher muss ich doch noch etwas sagen, wie es ablaufen wird. Wir werden zuerst ein bisschen auf dem Panel diskutieren und dann werden wir die Diskussion öffnen. Und ihr könnt euch alle an der Diskussion beteiligen, indem ihr entweder über den Chat schreibt oder noch besser die elektronische Hand hebt. Denn dann kann ich euch direkt mit dran nehmen. Wir haben dies als Meeting organisiert, damit wir alle sehen. Wenn euch die vielen Kacheln jetzt alle auf einmal zu viel sind, ihr seid ja alle mittlerweile Zoom-Experten, aber vielleicht als Erinnerung, man kann das auch umstellen unter Ansicht, sodass man dann nur die Sprecher sieht, die gerade sprechen. Aber wir finden es auch schön, wenn man alle sieht, dann vor allen Dingen in der Diskussion. Deswegen lasst auch gerne eure Kameras an, damit wir euch immer sehen können. Wenn ihr sie nicht anhabt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr sie anmacht, sobald wir anfangen zu diskutieren. Okay. Dann fangen wir jetzt mit einer ganz schnellen Warm-up-Frage an, an unsere Panelisten. Und zwar mit der Frage, warum sollten wir überhaupt über Influencer miteinander sprechen, über Social-Media-Verantwortung? Warum ist das ein Thema für uns und für euch? Und ich würde gerne anfangen mit Marie. Ja, gerne. Danke für die Einladung nochmal. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wir sind heute hier und ich bin heute vor allem hier als Desinformationsexpertin, weil es lange bekannt ist, dass Plattformen einfach ein Problem mit Desinformation haben. Spätestens seit der US-Wahl 2016 bekannt und das Problem ist einfach anhaltend und wächst mit jeder Wahl oder Katastrophe. Und das sehen wir auch in unserer Arbeit, darüber sage ich später noch mehr, aber nur ganz kurz. Wir tracken unter anderem nämlich auch, wo Mythen oder Falschaussagen auf Social Media erscheinen. Und da haben wir zuletzt im November letzten Jahres eine Bilanz gezogen, einfach mal dahingehend, was haben wir zu Beginn der Pandemie schon geflaggt an Accounts, an Falschmeldungen auf Social Media und was ist immer noch online, was ist seitdem gewachsen. Und dabei hat sich gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Konten, die Missinformationen verbreitet hatten, immer noch online waren. Es war nichts passiert, also kein Hinweis oder Ähnliches wurde ergänzt zu diesen Beiträgen und die wurden entsprechend auch weiterhin en masse geteilt. Und was noch erschreckender war, war, dass bei den Konten selber bei einem Viertel die Follower- und Like-Zahlen um mehr als 1 Million gestiegen waren. Also diese Accounts auf Social Media wachsen immer weiter und Videos, Inhalte, die Desinformationen enthalten, sind oft auch sehr reißerisch und ziehen einfach die meisten Augen an. Und ich denke, es ist viel Arbeit nötig noch, um Social-Media-Nutzer gegenüber dem Thema zu sensibilisieren, aber auch mehr auf die Influencer zuzugehen. Also ich glaube, das ist einfach noch nicht so auf der Agenda und die bekommen auch einfach so viele Anfragen zu ganz vielen verschiedenen Themen, die sie unterstützen sollen, wo sie aktiv werden sollen. Und deswegen hingehend zu Desinformationen kann man da noch viel machen und das kann auch von den Plattformen eingefordert werden, denke ich, oder es können noch gezieltere Impulse gesetzt werden, um das Thema bei Influencern zu pushen. Ganz herzlichen Dank, Marie. Und wir kommen auf jeden Fall später auch nochmal darauf zurück, was NewsGuard und beim Thema Missinformation macht. Du hast gerade sowohl die Influencer angesprochen direkt als auch die Plattformen. Dann würde ich mal mit den Plattformen weitermachen und an Johannes übergeben. Warum sollten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Marie hat es ja eben schon gut umrissen, warum man sich mit dem Thema auseinandersetzen soll, eben weil es ja für unsere Demokratie oder für viele Demokratien tatsächlich einfach eine eklatante Herausforderung darstellt. Ich meine, wir haben das letztes Jahr gesehen, ich habe hier die Wahlen betreut bei Facebook, die Bundestagswahlen. Das Top-Thema, wenn wir dazu gesprochen hatten, wenn wir Medienanfragen hatten, aber auch wenn wir mit der Politik darüber gesprochen haben, genauso mit den Sicherheitsbehörden, war eben genau das. Und ich meine, wir sehen es ja auch im Kontext der Pandemie, das fängt halt an, ich sag mal, bei sehr plumpen Sachen, was wir am Anfang der Pandemie hatten, wenn man dann halt sagt, hier spritzt ihr doch Bleiche, ja, und dann sozusagen ist das irgendwie
eine wirksame Kur gegen Covid, so, ne, wo konkret auch eine Gefahr für Leib und Leben besteht, bis hin zu dem, was man eigentlich eher unter Desinformationskampagnen versteht, ne? Also wo man, oder wo, wenn das aufgedeckt wird, dann eben klar ist, dass es sozusagen koordinierte Kampagnen sind, die versuchen eben den öffentlichen Diskurs und die Meinung zu beeinflussen. Und klar, das geht uns alle was an. Da sind wir in der Verantwortung, genauso wie alle anderen Player, die damit dabei sind, Zivilgesellschaft, Politik. Und dementsprechend wichtig ist es natürlich dann auch, ich sag mal, jede Quelle, wenn man jetzt Influencer mal als Quelle kurz bezeichnen kann, jede Quelle, die sozusagen helfen kann, ich sag mal, eine noch größere Sensibilisierung bei Nutzerinnen und Nutzern herbeizuführen. Und du hast ja am Anfang die Zahlen gesagt, wenn Influencer halt immer relevanter werden, gerade für junge Zielgruppen, umso wichtiger ist es dann, glaube ich, auch gezielt mit Influencern zu arbeiten, um eben zu gucken, ne, wie kann man noch weiter diese Medien, aber insbesondere eben eine Informationskompetenz vorantreiben. Klar, man hat das in der Schule, aber ja, im Digitalen gibt es einfach nochmal andere Dinge zu beachten. Insofern, das ist, würde ich sagen, ein sehr wichtiger Faktor. Aber auch hier, man darf sich natürlich nicht nur darauf verlassen, aber es ist eine sinnvolle Ergänzung. Jetzt bin ich ruhig. Vielen Dank. Marie hatte vorhin gesagt, und alle gehen auf die Influencer zu und wollen was von den Influencern und fordern etwas von den Influencern. Das haben wir auch gemacht. Und wir sind eben unter anderem auf den Fabian zugegangen zu Beginn unseres Projekts und haben Fabian gefragt, hast du nicht Lust mitzumachen? Und er war dann auch einer unserer aktivsten Influencer von Anfang bis jetzt. Warum sollten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Ich glaube, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist, denke ich, für uns alle wichtig, für alle Akteure, ja, sei es jetzt Politik, sei es jetzt, wenn man auf Social Media geht, die großen Plattformen oder dann auch, wir haben ja die Zahlen gehört, das kann ich bestätigen aus meinem Alltag, dass manche halt eher dem Influencer vertrauen als ihren eigenen Freunden. Ich sehe das nicht immer als positive Entwicklung, muss ich sagen, aber es ist halt da und das Thema wird vermutlich eher stärker als schwächer werden. Und da wir alle in einer vernünftigen Gesellschaft, in einer friedlichen Gesellschaft mit richtigen Informationen leben wollen, zumindest die meisten von uns, sollten wir uns damit beschäftigen. Ja, vielen Dank. Ich muss doch gleich nochmal eine Nachfrage stellen, Fabian. Du bist Influencer. Was ist denn überhaupt ein Influencer? Ja, da gibt es verschiedenste Definitionen, aber die Influencer, die ich kenne, sind meistens nicht so negativ behaftet wie der Ruf. Ja, Influence heißt zum Beispiel Einfluss, man beeinflusst andere Leute. Das ist immer so ein bisschen negativ, so ein bisschen stigmatisiert. Ich bezeichne mich selber lieber als Content Creator, ja, also praktisch Informationen und bin ja selber eben im Steuerrecht unterwegs. Aber Influencer ist sicherlich eine Person, die eine große Anhängerschaft hat und die dann auch die Meinungen beeinflussen kann. Ja, vielen Dank. Und wir kommen nachher sicherlich auch nochmal drauf zurück, was du so genau machst. Ich finde es ja immer noch wahnsinnig beeindruckend, über 500.000 Follower zu haben mit Steuertipps und mit Steuerfragen. Aber auf jeden Fall zeigt sich daran, wie einflussreich, nicht nur an den Followerzahlen, auch an deinem Content natürlich du bist. Und da möchte ich gerne später nochmal drauf zurückkommen. Tabea, alle Augen sind auf der Politik. Und auf dem neuen Bundestag und der Ampelkoalition. Und fast jeden Tag kann man Diskussionen in Berlin sich anhören über die neue Digitalpolitik und die Agenda. Auch die Frage an dich, warum ist es ein Thema auch für die Politik, soziale Medien und Influencer? Ja, die Politik hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es einen freiheitlichen Meinungsbildungsprozess gibt. Und der ist zentral für unsere Demokratie. Und wir erleben, dass dieser Diskurs sich verschiebt, dass der beeinflusst wird durch neue Player, wie zum Beispiel die Plattformen, die mit Algorithmen arbeiten, dass wir praktisch nicht mehr eine gemeinsame Wissensgrundlage haben, auf der wir diesen öffentlichen Diskurs führen. Also durch Targeting zum Beispiel sind einzelne Personen mit besonderen, individuell auf sie abgestimmten Inhalten bespielt. Und das heißt, man diskutiert nicht mehr auf der gleichen Grundlage. Und dann ist es umso schwieriger,
einen Diskurs zu führen, der dann auch tatsächlich für die Meinungsbildung gut ist und eben davor schützt, dass Manipulationen, Verschwörungstheorien und so weiter sich weiter verbreiten. Und das ist Aufgabe der Politik. Das ist deshalb auch bei uns in Deutschland besonders streng eigentlich geregelt, weil wir die Erfahrung aus dem Nationalsozialismus gemacht haben, wo Massenmedien als Propagandamittel genutzt wurden. Und das muss Politik verhindern. Und wir sehen gerade, dass es eben ganz schwierig ist. Wir haben neue Player wie die großen Plattformen, die agieren international. Und das alte Medienrecht ist da nicht so eins zu eins umsetzbar. Wir haben eben neue Akteure, auch in Form von InfluencerInnen. Und das sind MeinungsmacherInnen, das sind AgendasetterInnen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns auch damit befassen. Ja, vielen Dank. In der zweiten Runde komme ich dann auch auf dich zurück und frage dann nochmal ein bisschen detaillierter, was eure Programme und Ziele und Agenda aussieht und womit wir vielleicht auch regulativ rechnen können. Ich würde gerne, Fabian, zu dir zurückkommen. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass Influencerinnen einer der wichtigen Akteure sind in den sozialen Netzen, ihre Bedeutung immer mehr zunimmt und dementsprechend auch die Rolle und die Verantwortung wächst. Wie spiegelt sich das denn in deinem Alltag wider? Wie gehst du selber damit um, wenn du Desinformation beispielsweise findest? Und wann ist dir denn so bewusst geworden, vielleicht war es auch von Anfang an, aber vielleicht auch nicht, welche Verantwortung du letztendlich auch in den sozialen Netzen spielst? Also wenn ich natürlich selbst als Nutzer auf den Plattformen was finde, melde ich das über die plattformeigenen Mechanismen. Das funktioniert mitunter gut, mitunter schlecht, je nachdem, was für eine Plattform das ist und wie da so die Policy ist. Ich habe es selbst relativ früh gemerkt, dass einem auch selbst als Influencer, wenn ich mich mal so bezeichnen möchte, eine große Verantwortung zukommt. Einer der ersten Videos, was ich so gemacht habe, war eine ganz normale Gehaltsabrechnung. Da hat irgendwie jemand ein Bruttogehalt bekommen und dann habe ich eben erklärt, dass es mitunter auch nicht so in der Schule vorkommt, was wird denn da abgezogen? Ja, weil viele denken immer, es werden nur Steuern abgezogen, aber in dem Beispiel waren es dann auch Sozialversicherungsbeiträge, die Steuern überwogen haben. Also rein fachlich, da gibt es kein richtig oder falsch, ja, war halt bis auf einen Centbetrag dann gerechnet. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mitunter nicht nur auf die richtige, also es kommt einerseits auf die richtige Information natürlich an, die muss stimmen. Andererseits kommt es natürlich auch auf die individuelle Bewertung an. Man kann natürlich sagen, da wird jetzt Lohnsteuer abgezogen, aber man kann natürlich auch sagen, ja, da wird Lohnsteuer abgezogen, aber das führt auch wieder zur Verbesserung der Infrastruktur beispielsweise. Also da ist es nicht nur so, es ist natürlich wichtig, dass die Information passt, aber da ist zumindest mein Anspruch, dass die passt. Es ist aber auch wichtig, wie man die Sachen eben bewertet. Und da habe ich auch gelernt, dass nur wenn man selbst was, sagen wir, positiv bewertet, dass es beim Gegenüber vielleicht ganz anders ankommen kann, gerade wenn es eben Hunderttausende anschauen. Und wenn ich mal einmal nachfragen darf, wie bereitest du denn so einen Post vor oder ein Video vor? Machst du dann ein explizites Fact-Checking oder macht jemand für dich ein Fact-Checking? Und das Zweite ist, wie gehst du dann mit den Rückmeldungen um, die du bekommst? Ja, vielleicht noch ein Satz, woher ich komme. Also ich war, bevor ich Influencer geworden bin, mal in einem richtigen Leben unterwegs und zwar bei der Haufe-Gruppe, einem größten Verlagshäuser in Deutschland und war da im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterinnen zuständig. Also wusste dann schon, bevor ich angefangen habe, wie man eben die Informationen sucht, dass es eben nicht nur auf die Gesetze ankommt, sondern auch auf die Verwaltungsanweisungen, Gerichtsurteile und so weiter im Steuerrecht. Nicht alles im Steuerrecht ist auch in den Gesetzen geregelt. Es gibt dann vom Bundesfinanzministerium etc. pp. Also ich schaue schon, dass ich natürlich die Primärquelle nutze, ja, und jetzt nicht auf irgendwelche Blogartikel mich verlasse, sondern wirklich dann schaue, was weiß ich, heute oder morgen wird wahrscheinlich was kommen zur Mindestausbildungsvergütung, dass ich dann halt nicht einen Blogartikel anschaue, sondern Paragraph 17 des BBIGs beispielsweise und eben schaue, dass ich die Primärquellen nehme und so gut wie es geht natürlich das vollumfänglich darstelle. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch fairerweise sagen, wo Menschen sind, da menschelt's halt, ja.
Ich habe auch nicht den Anspruch, und ich denke, es kann keiner haben, dass alle Informationen in seinem Bereich vollumfänglich zu 100% versteht und dann wiedergibt. Natürlich ist der Anspruch, der klare Anspruch, fehlerfrei jedes noch praktisch hinten links im Steuergesetz geregelte Sachverhalt da richtig darzustellen. Aber da muss man natürlich auch sagen, fairerweise oder logischerweise, dass natürlich auch bei, wo Menschen sind, können auch Fehler geschehen, aber klar, man probiert natürlich die so gut wie es geht eben auszumerzen. Ja, vielen Dank. Und wir haben auch, ich sehe gerade in unseren Teilnehmern auch einige weitere Influencer mit dabei. Also unter anderem auch unser Partner Reachbird ist da. Und ich hoffe, dass ihr euch in der Diskussion dann nachher auch noch beteiligen werdet. Die Plattformen spielen eine ganz wichtige Rolle auch in der Frage, wie man mit Fehlinformation, Desinformation, Hassrede umgeht. Ihr habt verschiedene, Johannes, ihr habt verschiedene Tools, wie ihr das beeinflussen könnt, bis zu der Eskalationsstufe auch eine Person oder eine Gruppe ausschließen zu können. Kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, wie ihr das macht, was eure Regeln sind oder Guidelines? Und vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen darüber berichten, wie ihr in der Vergangenheit auch mit Influencern zusammengearbeitet habt. Ja, also ich glaube, wir müssen sozusagen erstmal, es gibt, wie du ja schon beschrieben hast, verschiedene Wege, verschiedene Tools, aber eben nicht nur Tools, sondern auch verschiedene Strategien, wie wir mit verschiedenen Phänomenen umgehen. Und gerade wenn man, ja, ich sag mal, diesen unglücklichen Begriff Fake News in der Öffentlichkeit ja immer hat, da muss man unterscheiden. Also reden wir zum einen über Desinformation, was ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, also wirklich der koordinierte Versuch, sozusagen Einfluss auf öffentliche Diskurse, auf öffentliche Meinungsbildung zu nehmen, häufig gepaart mit, das sind koordinierte Versuche aus dem Ausland, was immer so schön kryptisch klingt. Die meisten haben Russland im Kopf, aber es ist eben nicht nur Russland, es sind auch andere Player mit am Start. Und das heißt, dieser ganze Bereich Desinformation, wir sprechen in der Regel dann noch von Influence Operations, ja, haben wir schon wieder Influencer, aber im negativen Sinne, oder was, wie wir es intern bezeichnen, Coordinated Inauthentic Behavior, also koordiniertes inauthentisches Verhalten. Das heißt, wir schauen uns, also wir haben intern spezielle Tools, um solche Netzwerke aufzuspüren und sie quasi hochzunehmen. Das heißt, die Leute rauszuschmeißen und da kann ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir werden halt regelmäßig Berichte darüber veröffentlicht. Sowas passiert eben weltweit. Das kann eine politische Motivation haben, das kann aber auch eine rein wirtschaftliche Motivation haben. Und da schauen wir gar nicht so sehr darauf, was erzählen inhaltlich diese Netzwerke, was versucht man da genau zu verbreiten, sondern welches Verhalten wird da an den Tag gelegt? Und anhand dieses Verhaltens sind wir eben in der Lage, diese Netzwerke aufzuspüren, weil eben hauptsächlich mit gefälschten Konten gearbeitet wird und so weiter, worüber man versucht, so eine Agenda zu pushen. Wir hatten das letztes Jahr im Sommer auch in Deutschland. Das war das erste Mal, dass wir sozusagen jetzt nicht aus dem Ausland motiviert so etwas hatten, so ein Netzwerk, sondern im Inland. Und zwar waren das Teile der Querdenkenbewegung, die wir dann entfernt haben, weil eben klar war, dass über dieses Netzwerk in Bezug auf die Pandemie gezielt eine bestimmte, ja, sagen wir mal, gezielt Missinformation verbreitet wurde und damit wurde es zu einer Desinformationskampagne. Das ist dieser ganze Feld Desinformation. Ich habe eben schon Missinformation gesagt, da arbeiten wir eben sehr eng mit unabhängigen Faktenprüfern zusammen. Das heißt, es gibt weltweit ein Netzwerk von zertifizierten Faktenprüfern. In Deutschland ist das die dpa Korrektiv, aber auch die AFP. Die prüfen quasi Inhalte, die an sie herangetragen wurden, entweder weil wir es ihnen vorschlagen oder aber auch, weil Nutzerinnen und Nutzer sich da halt hinwenden, um das zu melden. Die entscheiden dann, was priorisieren sie, überprüfen so einen Artikel und bewerten ihn dann quasi. Sie sagen, oh, das ist falsch, das ist teilweise falsch, das ist richtig. Und je nachdem, wie diese Bewertung ist, fügen wir quasi zu diesen Inhalten dann Label hinzu. Das heißt, wenn da ein Inhalt geteilt wurde, der zum Beispiel als falsch bewertet wurde von den Faktenprüfern, dann ist da wie so ein Layer drüber. Und bevor ich überhaupt mit dem Inhalt interagieren kann, muss ich da erst raufklicken, wo wir jetzt in der Pandemie einfach in der Auswertung gesehen haben, das führt tatsächlich dazu, dass 95% der NutzerInnen sich entscheiden, nicht weiter mit diesen Inhalten zu interagieren.
Dazu kommen dann noch so ein paar andere Mittel, dass in dem Moment, wo so ein Artikel halt bewertet wird als falsch, weniger falsch, dass die Reichweite davon eingeschränkt wird, damit die Sichtbarkeit. Genau, und das also ne, sind einfach schon sehr unterschiedliche Strategien, aber man muss natürlich auch immer gucken und man muss das ja auch immer wieder anpassen, wie entwickeln sich diese Dinge weiter. Ne? Auch hier wieder zurück zum Thema Desinformation, das ist nicht so, das ist die eine Strategie, die immer angewendet wird und wir müssen dann gucken, wie gehen wir damit um, sondern es ist eine permanente Entwicklung und wir müssen einfach schauen, wie machen wir da weiter. Natürlich arbeiten wir gerade bei Desinformation eben auch eng mit Sicherheitsbehörden zusammen, weil es ja sozusagen auch nochmal andere Bereiche berühren kann. Genau, und das war jetzt natürlich gerade im letzten Jahr ein Riesenthema, hatte ich ja schon angesprochen. Insofern, ja, vielleicht gibt es nachher noch Gelegenheit, da ein, zwei Anekdötchen zu erzählen. Ja, bestimmt. Ich habe allerdings gleich noch eine Nachfrage, und zwar, eine von euren Strategien sind ja die Clear Names, ne? Also, dass man unter seinem echten Namen unterwegs sein sollte in den sozialen Netzen. Und dazu gab es ja jetzt gerade auch ein Bescheid, also auf jeden Fall zu denen, die sich angemeldet haben, bevor ihr diese Policy eingeführt habt. Wir haben das in unserem Projekt ganz intensiv auch diskutiert und ich sehe auch eine von unseren Projektteilnehmerinnen, nämlich Derya Sahan, die mit dabei ist. Und bei uns im Projekt war gar keine einhellige Meinung dazu. Weil viele nämlich auch gesagt haben, naja, aber wie ist denn das in Ländern, wo dann der Nutzer möglicherweise eben einer Verfolgung ausgesetzt wäre, wenn er oder sie mit dem offiziellen, mit dem eigenen Namen eben am Start wäre. Was hat euch dazu bewogen, diese Clear Name Policy umzusetzen? Ja, ich glaube, das ist erstmal so eine grundsätzlich, ja, ich will jetzt mal sagen, so eine philosophische Frage. Ne? Es gibt Plattformen, wo ganz klar gesagt wird, mach, was du willst. Und wir haben einfach entschieden, wir finden es wichtig und besser, wenn es eben darum geht, also im Englischen sagt man immer so meaningful interactions aufzubauen, ne? Also ja, also bedeutungsvolle Verbindung ist schlecht übersetzt, aber ich glaube, alle verstehen, was ich meine. Da sind wir der Meinung, dass das ist schon besser, wenn das unter Klarnamen passiert, auch wenn man eben verschiedene Dinge diskutiert. Aber eben genau wegen solcher Sachen, wie du sie gerade angesprochen hast, plus auch generell einfach so eine praktische Frage, wie will man das durchsetzen, wie will man das überprüfen? Ja, es gibt viele Länder, da ist es nicht Pflicht, dass jeder einen Ausweis hat. Ja, wie soll ich denn nachweisen, ob ich wirklich jetzt diesen Namen habe oder nicht? Ist das quasi etwas, wo wir sagen, ja klar, das ist das, was wir möchten, aber wir können das natürlich nicht bis zum letzten Punkt irgendwie durchexerzieren. Nichtsdestotrotz, ich sag mal, wenn sich jetzt jemand irgendwie ein Profil baut und das ist einfach sehr, sehr offensichtlich, dann springen halt die Algorithmen an und sagen, Moment mal, ist das wirklich dein Name? Dann fragen wir nach, ja, und sagen, okay, dann hätten wir jetzt gerne einen Nachweis dafür. Dementsprechend, das ist, ich sag mal, so eine ambivalente Sache. Ja, wir wünschen uns das schon, wir halten das auch für besser in vielen Kontexten, aber die Realität straft dem natürlich auch immer wieder Lügen und dementsprechend muss man auch auf solche Dinge reagieren. Und gerade wenn wir jetzt das Urteil uns anschauen, was wir jetzt kürzlich hatten, das bezieht sich auf eine Rechtslage, die heute gar keine Gültigkeit mehr hat. Ja, also da hat es sich der BGH auch relativ leicht gemacht, indem er gesagt hat, wir beurteilen das, aber nach der Rechtslage, wie sie damals war, als quasi ne, die Verträge unterschrieben wurden, in Anführungsstrichen, und deswegen ist das heute wieder was anderes. Aber nichtsdestotrotz, klar, das ist eine Diskussion, die kommt immer wieder, gerade auch im Kontext so eine Hilfe, eine Klarnamenpflicht gegen Hassrede und solche Sachen. Wir wissen aus Studien, so, und dann muss ich gar nicht irgendwie eine Metaposition wiedergeben, sondern gibt es wirklich Dutzende Expertinnen und Experten in dem Feld, die ganz klar sagen, das bringt überhaupt nichts. Vielen Leuten ist es völlig egal, ob sie unter Klarnamen posten oder nicht, um Hass zu verbreiten. Also es war ja lange immer dieses Ding, das passiert im Schutze der Anonymität, das ist mitnichten so, ganz und gar nicht. Viele haben einfach überhaupt keine Scham oder es ist ihnen egal. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Erklärung nochmal. Und du hast gerade auch die Rechtslagen schon angesprochen und das bringt uns wieder zur Politik und zu Tabea. Ich habe den Koalitionsvertrag studiert und da steht ja wirklich sehr, sehr viel drin zu Digitalem. Unter anderem, dass ihr euch für klare Regeln gegen Desinformation einsetzen wollt. Könntest du uns ein bisschen mehr über eure Agenda und Ziele für diese Legislaturperiode berichten? Also die
Problematik ist, glaube ich, uns allen klar. Und es ist auch so, dass wir als politische Vertreterinnen und Vertreter wissen, dass wir diesen freiheitlichen Meinungsbildungsprozess gewährleisten müssen und versuchen müssen, auch diese Desinformation, Hass und Hetze zu bekämpfen. Das ist aber ein sehr schmaler Grat, weil Meinungsäußerungen eben getätigt werden dürfen, ja, solange es keine illegalen Inhalte sind. Bei illegalen Inhalten sind wir da klar. Ja, da haben wir auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das ja jetzt in neuer Form seit vorgestern wieder in Kraft ist und das sehr klare Verhaltensregeln für die Plattform auch vorsieht, wie mit illegalen Inhalten vorgegangen werden soll. Aber wir dürfen natürlich auch nicht überregulieren oder wir müssen zumindest Mechanismen haben, die dafür sorgen, dass Meinungsäußerungen nicht zensiert werden und Plattformen, die mit Algorithmen arbeiten, das sind automatisierte Verfahren, die können Meinungen schwer in einem Kontext auch erfassen als Meinungsäußerung. Deshalb ist das immer sehr, sehr schwierig und man muss da sehr vorsichtig sein mit der Regulierung. Und es gibt gerade den Prozess des Digital Services Acts auf europäischer Ebene. Das Europäische Parlament hat da jetzt den Beschluss gefasst und viele sagen, das ist das neue Grundgesetz fürs Internet, weil es viele Regeln beschreibt, an die sich auch die Plattformen halten müssen, dass zum Beispiel Transparenzkriterien da sind, die auch im Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch schon vorgeschrieben sind, aber es geht noch weiter. Die Daten müssen zum Beispiel auch zugänglich gemacht werden, damit Forscherinnen und auch Nichtregierungsorganisationen, also unabhängige Stellen, überprüfen können, wie sich denn die algorithmischen Entscheidungen der Netzwerke auf den Meinungsbildungsprozess beispielsweise auswirken und wie die Verbreitung von Desinformation, von Hass und Hetze im Netz funktionieren, ne? Wie der Mechanismus ist. Das ist ein immer wieder Streitpunkt, weil die Unternehmen sagen, das ist Geschäftsgeheimnis und wir wollen da eigentlich gar nicht, dass da so reingeschaut wird. Aber ich bin ja gar nicht mehr selber imstande zu entscheiden oder zu wissen, wie meine Timeline, wie sich mein Newsfeed, wie sich meine Suchergebnisse zusammensetzen, aus welchen Kriterien sich das speist und habe ich eigentlich die Möglichkeit, auch einen anderen Algorithmus beispielsweise zu nutzen. Ne? Und da soll es ja jetzt auch eine Alternative geben, die ich als Nutzerin dann auch anklicken kann und dann meinen Timefeed anders bestücken lassen kann. Das sind Mechanismen, die auf der europäischen Ebene jetzt gerade auch verhandelt werden, im Trilogverfahren, wo die Bundesregierung oder die Mitgliedstaaten sich jetzt damit einschalten. Es sind Regelungen getroffen worden, gerade im Bereich der Werbung, weil über Werbung natürlich auch viel passiert und manche finden es ja ganz toll, sehr individuell zugeschnittene Werbung zu bekommen. Auf der anderen Seite hat eben genau dieses Microtargeting den Effekt, dass ich gar nicht mehr mit anderen Meinungen unbedingt konfrontiert werde, mit denen ich mich dann auseinandersetzen muss. Also die Frage von Echokammern, es gibt da immer wieder Wissenschaftler, die sagen, wir können das gar nicht so genau sagen, gibt es diese Blasen eigentlich oder gibt es sie nicht und welche Auswirkungen haben sie? Also wir wissen einfach auch noch viel zu wenig und insofern ist es, glaube ich, sehr gut, dass der Digital Services Act das jetzt vorsieht. Wir werden uns da von Seiten des Parlaments und der Bundesregierung damit einbringen, damit auch diese strengen Regelungen beibehalten werden und jetzt nicht noch verwässert werden. Vielen, vielen Dank. Wir kommen in der Diskussion, glaube ich, nochmal darauf zurück, was du dir auch wünschen würdest von den Plattformen und von Influencern. Johannes, ich habe deine Hand gesehen. Ich würde allerdings gerne erst nochmal zu Marie gehen und dann auch alle bitten, schon mal im Publikum zu überlegen, wer etwas sagen oder fragen wollen würde. Und gerade auch, ich habe zum Beispiel gesehen, dass Nils Borchers auch mit dabei ist, der mit einem Ethikkodex für Influencer mitentwickelt hat. Nils, es wäre toll, wenn du dich schon mal bereit machen würdest, auch mit reinzuspringen in die Diskussion, nur als kurze Vorwarnung. Marie, ihr identifiziert häklich falsch
Also ich will auch den Begriff Fake News jetzt nicht benutzen, ich mache es trotzdem einfach. Also Fake News, ihr identifiziert täglich Fake News. Wie macht ihr denn das und wie geht ihr damit um? Ja, also es ist ein sehr aufwendiger Analyseprozess, an dem mindestens 5 Journalisten und Redakteure beteiligt sind. Ich werde aber jetzt versuchen, mich kurz zu halten, auch damit wir endlich zu Diskussionen kommen können. Aber das ist eben, also der Analyseprozess ist so aufwendig, weil eben unser Kernansatz ist, dass wir diese Arbeit nicht über Algorithmen überlassen, sondern uns wirklich die Zeit nehmen, die Mühe machen, Fachexperten sozusagen dran zu setzen. Und wir analysieren eben nicht nur einzelne Artikel, obwohl das auch Teil unserer Arbeit ist. Und da beziehen wir uns auch oft auf die Faktenchecks von den schon genannten unabhängigen Organisationen, Korrektiv, dpa. Aber grundsätzlich schauen wir uns eben die Glaubwürdigkeit und Transparenz des gesamten Online-Mediums an und sind so eine Ergänzung zu schon konventionellen Faktencheckern. Und dabei verwenden wir 9 journalistische Kriterien der Glaubwürdigkeit und Transparenz. Das sind ganz grundlegende Kriterien, die auch international anerkannt sind, auch in der journalistischen Ausbildung so zum Beispiel vermittelt werden. Und in unserer Analyse bekommt dann jede Webseite einen Score am Ende von 0 bis 100. Und dementsprechend sind auch unsere Kriterien gewichtet. Also neben simpleren Transparenzkriterien, wie zum Beispiel werden die Eigentümer genannt, werden die Autoren benannt, ist Werbung als solche gekennzeichnet oder gesponserte Inhalte, sind natürlich die Glaubwürdigkeitskriterien ganz wichtig und dementsprechend auch höher gewertet. Da fällt dann zum Beispiel rein, ob die Webseite Falschinformationen veröffentlicht, Desinformation, also ganz klar widerlegbare Beispiele von falschen Aussagen. Aber auch, und das ist dann unser zweithöchst gewertetes Kriterium, werden Informationen im richtigen Kontext dargestellt und nicht verzerrt. Also zu Corona-Zeiten ist das zum Beispiel bei Studien ja ganz wichtig, dass die Ergebnisse nicht falsch dargestellt werden oder einfach schlicht und ergreifend falsch wiedergegeben werden. Das sieht man ja auch relativ häufig. Und genau, dass das auch auf Social Media ein Problem ist, habe ich ja schon gesagt und auch kurz erzählt, dass wir eben auch diese Mythen, die wir in unserer Arbeit jeden Tag katalogisieren und denen wir begegnen, auch auf Social Media tracken und da beobachten, wie das einfach exponentiell wächst. Und Johannes hat vorhin von Tools gesprochen, die schon genutzt werden von Plattformen oder die auch Influencer selber nutzen können. Und da wäre dann ja auch von unabhängigen Stellen gesprochen, die es einfach braucht. Und als sowas sehen wir uns einfach, das kann ich vielleicht abschließend noch dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen. Wir sehen uns als Teil dieses Solution, sage ich mal, und als Teil des Netzwerks an Solutions und Tools, die es für Influencer geben kann, um Desinformationen zu erkennen, bewusst mit Inhalten auf den sozialen Medien zu interagieren. Weil unsere Arbeit kann man sich am Ende des Tages als Browser-Erweiterung installieren, die dann eben unsere Analysen und auch kleine Warnhinweise, wenn eine Webseite unter eine bestimmte Punktzahl fällt, anzeigt. Und so hat man das dann auf den sozialen Plattformen einfach an der Hand. Genauso wie die Korrektivfaktenchecks, die auf Facebook schon mit eingeblendet werden, könnte man sich auch unsere Erweiterung installieren und das in Google-Suchergebnissen sehen. Und dann, wer hat dann noch die Zeit, sich selber hinzusetzen und Webseiten so ausführlich zu recherchieren, wie wir das machen? Keiner. Und genau deswegen gibt es eben diese Browser-Erweiterung, damit man das ganz leicht auch selber zu Hause nutzen kann. Und genau, damit höre ich lieber auf, bevor ich noch weiter mich in unsere Arbeit vertiefe. Da können wir natürlich noch total viel zu den Monitorings, die wir machen, sagen. Aber ich würde lieber auch in die Diskussion mit den Teilnehmern gehen. Und das machen wir jetzt genau auch. Ich sehe zwar noch keine Hand, aber ich sehe Nils. Und deswegen würde ich gerne an dich übergeben und natürlich Johannes. Nach Nils kommt dann sofort wieder Johannes dran. Hallo, Stormy, du möchtest an mich übergeben. Womit denn? Haha, und zwar mit dem, wozu du gearbeitet hast, nämlich auch zu Influencern und Ethik-Kodex und zu eurer Forschung und zu euren Forschungsergebnissen. Ah ja, gerne, gerne. Also hallo, Nils Borch ist mein Name, ich bin Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Das Projekt, auf das Stormy jetzt anspielt, das haben wir noch in Leipzig gemacht. Da haben wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Influencer Marketing einen Ethikkodex entwickelt. In Zusammenarbeit ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also wir haben den entwickelt und der Bundesverband hat den dann angenommen. So, ohne inhaltliche Anmerkung. Das war uns da auch sehr wichtig. Und das spielt jetzt auch in die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, so ein bisschen rein, weil wir von der Grundlage erstmal davon ausgegangen sind, dass
es einen eigenen Ethikkodex für die Influencer-Kommunikation braucht, weil die Influencer-Kommunikation quasi auf Journalismus, aber auch auf Werbung und PR, so als die großen Bereiche der öffentlichen Kommunikation zurückgreifen. Die haben eben alle ihre eigenen Ethiken. Und in der Influencer-Kommunikation, dadurch, dass sie halt diese verschiedenen Wurzeln hat, clashen die so ein bisschen aufeinander. Also der Journalismus, der eigentlich überparteilich sein möchte, häufig zumindest sich so versteht, ne, der auf Faktizität verpflichtet ist, ist natürlich was anderes als die Werbung. Na, und dann gibt es halt so ein paar Influencer-spezifische Themen, die einfach dadurch entstehen, dass zum Beispiel die Beziehungen, die Influencerinnen aufbauen, zu ihren Followern so wichtig sind. Und aus der Idee entstand dann halt, oder aus dieser Beobachtung entstand dann halt die Idee für diesen Ethikkodex. Und da haben wir jetzt eben auch diese journalistische Seite sehr stark mit reingeschrieben. Das muss man jetzt nicht immer als politische Information gleichfassen, ist ja auch sehr viel Lifestyle-Journalismus. Ne? Also der Influencer, der sich super gut auskennt mit Computerspielen, Lifestyle und Mode, natürlich bei Influencern mit diesem Thema auch gesunde Ernährung, Yoga, was weiß ich, ihr kennt es alle. Ne? Und gerade jetzt die Idee der journalistischen Wurzeln haben wir in zwei Richtlinien von 10 Richtlinien mit aufgeführt, nämlich einmal Wahrheit, also dass es eben ja durchaus auch journalistische Prinzipien gibt, die, wenn ein Influencer den Anspruch hat, zumindest ein bisschen journalistisch zu arbeiten, also zum Beispiel eine Quelle zu überprüfen, das mit aufzunehmen, und zum Zweiten eben tatsächlich auch den Punkt der Verantwortung, über den wir lange diskutiert haben, ob wir den mit reinnehmen, ne? Weil Influencer so als Stars der neuen Kinder und neue Stars von Kindern und Jugendlichen als Vorbilder haben natürlich eine gewisse Verantwortung. Auf der anderen Seite haben wir diese ellenlange Diskussion bei zum Beispiel Fußballspielern, ich sende jetzt nicht bei Fußballspielern, über Männer, die dann, keine Ahnung, nicht ihrem Vorbild, ihrer Vorbildfunktion entsprechen. Also sollten Influencer für eine Vorbildfunktion haben. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, das mit reinzunehmen, gerade auch aus der Überlegung heraus, dass wir auch im Grundgesetz quasi die Formulierung schon haben, Eigentum verpflichtet. Und die Reichweite, die Influencerinnen haben, die kann man jetzt ja durchaus als Eigentum auffassen. Ne? Eine andere Art von Eigentum, aber das wird in der Forschung bei uns durchaus auch als eine Form von Kapital, also sowas wie Influencer-Kapital oder Person-Brand-Kapital diskutiert. Das ist mein Einwurf. Super, vielen Dank. Und wir kommen nachher nochmal zu Fabian auch zurück, ob dir sowas hilft, so ein Ethikkodex, und wie ihr damit umgeht. Jetzt zu Johannes und danach zu Michael. Und ich hatte auch gesehen, Herr Becker, Herr Holger Becker ist auch mit dabei heute bei uns, ob ich vielleicht Sie auch noch in die Diskussion gleich mit involvieren darf. Das wäre toll. Also zuerst Johannes und dann Michael. Ja, danke. Harter Cut zu dem, was eben gesagt wurde. Ich wollte gerne nochmal auf das eingehen, was Tavea gesagt hatte. Und zwar zum einen das mit dem Algorithmus, das andere mit der Echokammer. Zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist, ich weiß, wir werden auch heute Überraschungen zu keiner Lösung dazu kommen, aber nichtsdestotrotz, weil immer gesagt wird, der Algorithmus, ja, der halt Dinge tut, da geht es primär darum, wenn ich, sag mal, keine Ahnung, ich habe über 500 Freunde auf Facebook, jetzt als kleines Beispiel, ja, und die posten halt Inhalte, das wird mir halt nicht chronologisch angezeigt, sondern der Algorithmus sorgt halt dafür zu gucken, was von diesen Beiträgen plus die Seiten, die ich abonniert habe auf Facebook, wird vermutlich am relevantesten für mich sein. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, wenn da Beiträge anderweitig auftauchen, dann kann ich jederzeit, ist da oben so ein kleines Infokästchen bei jedem Beitrag, nachschauen, warum wurde ich getargetet? Warum sehe ich das? Und kann dann genau die Kriterien sehen, woran das so ist. Das sozusagen als eine Anmerkung. Das andere ist, weil ja gerade nochmal Echokammer gesagt wurde, die Medienvielfalt, der ich im Netz begegnen kann, da meine ich jetzt nicht nur Facebook, sondern generell im digitalen Raum, ist so groß, also Nachrichtenvielfalt ist so groß wie noch nie in der Geschichte. Trotzdem sehen wir, es gibt dieses große Problem. Also weiß ich nicht, inwieweit wir da weiterkommen, wenn wir halt sagen, ne, es liegt nur daran, dass sozusagen, wie Algorithmen halt Dinge tun. Ich beschäftige mich extrem viel in meiner Arbeit mit Rechtsextremismus. Ich kriege trotzdem keine rechtsextremen Inhalte irgendwie ausgespielt. In Echokammern, gab es kürzlich erst wieder Studien dazu. Die meisten Leute, die wissen nicht, was das ist. Warum? Weil sie da gar nicht drinnen landen. Es gibt aber Leute, die bauen sich ganz bewusst Echokammern. Ja, indem sie ganz bewusst sagen, ich wähle nur die Medien aus, die für mich interessant sind, und dann, ne, geht halt so eine Spirale los. Also man kennt es auch häufig als Rabbit Hole.
Und da können natürlich Radikalisierungsprozesse stattfinden. Und da muss man sich natürlich Möglichkeiten der Intervention überlegen. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Herausforderung, als wenn wir sagen, dass es sozusagen wirklich viele Leute betrifft und eine ganz große Bandbreite ist, sondern das ist ein sehr fokussiertes Problem, mit dem sich also generell Radikalisierungsprozesse, mit denen sich halt Projekte schon viele Jahre auseinandersetzen und man eben genau gucken muss, wie kann man dann da rein. Das nur als Anmerkung. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber ich habe mal diese Twitter-Blasen für mich erstellt, um zu gucken, wer ist denn in meiner engeren Blase und dann weiteren und so, und fand es dann doch relativ erschreckend, wie gleichgesinnt die Personen in meinen Blasen sind. Muss ja nicht schlecht sein, aber ich fand das visualisiert mal ganz interessant. Ich gebe das Wort nicht zurück an dich, weil wir jetzt doch... Na gut. Aber hold your horses. Wir kommen noch, wir machen sicherlich noch eine Runde. Wer sich jetzt schon auch lange gemeldet hat, ist Michael Meyer-Resende. Ja, hallo. Michael Meyer-Resende von Democracy Reporting International. An sich war es eine Frage auch für Johannes Baldauf, aber kann er vielleicht am Ende dann drauf eingehen. Also jetzt ist ja das große Thema die Verbreitung durch Algorithmen, und dazu wird ja auch reguliert, steht ja schon was dazu im Medienstaatsvertrag und wird im DSA auch was drinstehen. Und die Frage ist so ein bisschen, schon jetzt sind manche Firmen, sagen mehr dazu, Facebook vor allem, und die sagen, wir machen zwei Sachen. Wir haben hier eine Liste von Inhalten, die verbreiten wir weniger, Downranking, und da gehört zum Beispiel Spam zu und sowas, das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Die sagen aber auch, wir verbreiten Inhalte weniger, die einer Verletzung unserer Standards nahe kommen. Und das ist eine Formulierung, die auch YouTube verwendet. Und das finde ich interessant, aber kann man auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist, gerade im politischen Gespräch. Manchmal äußert man sich sehr klar. Diese Plattformen arbeiten überall. Es findet irgendwo ein Staatsstreich statt. Und da sollen wahrscheinlich Leute sich auch wirklich klar zu äußern dürfen. Und ich sehe da auch gewisse Probleme mit dieser Formulierung. Wir nähern uns einer Verletzung an, was dann eben sein kann, dass man sich sehr klar äußert und sagt, der Politiker so und so ist, was weiß ich, korrupt oder so. Und das würde mich interessieren, dann vielleicht nochmal von Johannes Baldauf am Ende zu hören. Wie kann man sich das vorstellen, diese Annäherung an dieser Borderline-Content? Wie kann man den algorithmisch auch feststellen? Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sammeln jetzt einmal, weil nämlich auch Tabea mir schon geschrieben hat, dass sie auch pünktlich weg muss. Und damit noch alle zu Wort kommen, übergebe ich an Holger Becker. Ja, vielen Dank. Ich wollte nur aus der politischen Ebene tatsächlich da nochmal einen Kommentar dazu geben, weil wir auf der einen Seite sehen, dass wir von der Politik aus Entscheidungen treffen sollen, treffen müssen, auch die Erwartung der Bevölkerung da ist, dass wir was tun. Und auf der anderen Seite dies auf der Basis von sehr unvollständiger Information sehr oft tun müssen, weil natürlich auf der einen Seite bei den, ich nenne es mal allgemein, Digitalunternehmen natürlich das Geschäftsmodell so ist, dass man nicht volle Kontrolle, vollen Zugang zum Beispiel zu Algorithmen hat. Und wir eben tatsächlich gleichzeitig sehen, dass so viel Dynamik sowohl auf der technologischen Seite als auch auf der, ich nenne es mal, sozialen Rezeptionsseite, gerade bei Social Media oder auch bei all anderen Informationsplattformen, welcher Art auch immer, da ist, dass die Politik da tendenziell immer hinter dieser Entwicklung hinterherhechelt. Und das ist so das Spannungsfeld, was ich im Moment sehe, auf das ich jetzt auch kein Patentrezept oder keine fertige Antwort habe. Was ich aber ich möchte deswegen so in dieser Diskussion auch immer diese politische Ebene mit einbringen, damit verstanden wird, in welcher Situation wir uns jetzt als Digitalpolitikerinnen befinden. Und bin da auch immer sehr dankbar für das Einbeziehen in diese Diskussion. Das nur so als Kommentar als Mitglied des Digitalausschusses. Ja, vielen Dank. Und wir würden auch gerne diese Diskussion fortsetzen, um ein bisschen tiefer noch reinzugehen. Und ich übergebe an Tabea. Ja, ich kann mich gut Holger anschließen. Aber das, was Johannes nochmal gesagt hatte, ne, zu den Kriterien der
ja, des Algorithmus. Natürlich gibt es verschiedene algorithmische Entscheidungssysteme und die Plattformen agieren da unterschiedlich. Aber wir erleben das natürlich schon, dass sich gewisse Blasen irgendwie bilden, wie auch immer. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das uns genauer ansehen können, ja, wie die entstehen, weil das haben wir im Einsatz, in der Diskussion über den Einsatz von KI generell, ja, dass selbst wenn wir es gut meinen, ja, dass es trotzdem dann nicht so funktioniert, wie man es gerne möchte. Das haben wir zum Beispiel in der Diskussion um Bewerbungsverfahren mit KI gehabt, ja, wo festgestellt wurde, es wurden nur Männer eingeladen, bestimmte Hochschulen wurden gar nicht berücksichtigt, dann hat man versucht, daran zu gehen und dann hat man am Schluss gesagt, wir schalten diese KI ab, ja, weil sie eben diskriminiert. Und so passiert das natürlich auch. Und das müssen wir im Blick behalten. Und ich als Nutzerin, ja, weiß natürlich auch nicht, selbst wenn Facebook jetzt entscheidet, das und das ist für mich irgendwie relevant, ja, kann das ja sein, dass die Relevanz von mir eine ganz andere wäre. Und ich nicht nachvollziehen konnte, warum irgendwann die chronologischen Anzeigen weg waren, ja, die für mich aber eine größere Relevanz haben, weil ich zum Beispiel tagespolitisch aktuell agieren muss, ja, und mich einen Feed, der irgendwie 5, 6 Tage alt ist, jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Das heißt also, es gibt da schon unterschiedliche Herangehensweisen generell. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Verantwortung allen bewusst ist. Und da sind wir ja auch im Austausch, sowohl mit Facebook Meta, wie ihr euch jetzt gerade nennt, oder mit anderen, mit Alphabet und so weiter. Aber die Akteure, die eben unterwegs sind, und das ist ja nochmal was anderes, nämlich die Influencerinnen oder diejenigen, die MeinungsmacherInnen sind, die übernehmen ja inzwischen die Funktionen, die früher Redaktionen übernommen haben, ne? Also Redaktionen, die haben für die Zeitung diskutiert oder für Hörfunk, Radio und so weiter, Fernsehen, welche Themen sie berichten wollen. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Entscheidung. Aber es gibt immerhin Redaktionen, die dahinter stehen. Da ist ein Diskurs dahinter. Da wird nach Kriterien agiert, ne? Das passiert bei Influencern nicht per se. Und deshalb finde ich gut, wenn es so einen Kodex gibt, an dem man sich auch orientieren kann. Und wichtig ist dann vor allen Dingen auch nach außen zu zeigen, es gibt diesen Kodex und ich halte mich daran, damit das auch eine Orientierung ist für die Nutzerinnen und Nutzer, für die FollowerInnen. Ne? Natürlich wird es immer auch Missbrauch geben, das haben wir immer schon erlebt und egal wo es irgendwelche Regeln gibt, werden sie auch gebrochen. Aber trotzdem dieses Bewusstsein dafür, welche Verantwortung ich eigentlich habe in diesem Zusammenhang, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da freue ich mich über diesen Diskurs und auch über diesen Workshop oder die Workshops, die ihr veranstaltet habt, weil das wirklich wichtig ist, sich dessen immer wieder bewusst zu sein, welche ja, macht man damit ja auch ein Stück weit entfalten kann. Ja, ganz herzlichen Dank. Tabea, du musst ja pünktlich los und ich habe noch 4 Personen auf der Redeliste. Würden die anderen alle uns noch 5 Minuten länger über die Zeit gewähren? Okay, sehr gut. Dann machen wir wirklich jetzt einmal ganz schnell durch und ich möchte euch bitten, kurz und knackig zu sein, damit wir dann noch eine Abschlussrunde nehmen können, vielleicht auch ohne Tabea, wenn sie schon weg ist. Friederike und dann Harald. Ja, hallo, die Runde. Friederike Morath vom Tagesspiegel Background, Digitalisierung und KI. Meine Frage geht an Marie Richter und das geht um das Thema sozusagen Masse. Bei InfluencerInnen geht es ja auch viel um Videos. Wie ist das? Schaut ihr euch, wie geht ihr damit um? Schaut ihr euch die einzelnen Videos stichprobenartig an? Wie geht ihr damit um? Und die zweite Frage geht an Fabian Walter, genau, zum Thema Verantwortung, was auch gerade schon angesprochen wurde. Wie viel Verantwortung bist du bereit zu übernehmen? Also das eine ist natürlich das, was du selber ausspielst an Inhalten. Und dann gibt es aber auch noch das, was von deinen sozusagen FollowerInnen an Reaktionen dann passiert. Bist du da auch bereit, dann drauf zu reagieren? Also wie weit siehst du deine Verantwortung und was wünschst du dir von der Politik? Danke. Dankeschön, Friederike. Harald.
Ja, Harald Geiwitz von Telefonica. Bei Echokammer muss ich immer dran denken, dass ich einen Deutschlehrer hatte, der ausschließlich FAZ gelesen hat. Auch das führt ein bisschen zu einer Verengung von Sichtweisen manchmal. Also gibt es schon länger. Und bei diesem Echokammer-Thema, da würde ich gerne nochmal in Richtung diejenigen, die politisch verantwortlich sind, hier auch nochmal fragen. Welche Rolle können, ich sag mal, PolitikerInnen als Influencer auch spielen? Also Influencer sicherlich nicht auf so einer globalen 100.000 und so, aber natürlich in regionalen Zusammenhängen schon wichtig. Die Frage ist sozusagen, wie kriegt man auch verschiedene Sphären zusammen, die in unserer Gesellschaft vielleicht an anderen Stellen gar nicht mehr zusammenkommen, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Und was für eine Rolle können da eben Menschen, die in der Politik Verantwortung tragen, beitragen? Vielleicht nicht nur für heute eine Frage, sondern auch noch perspektivisch. Bestimmt größer. Jan, Anna und Marius kommen, aber ein kurzes Schlusswort nochmal für Tabea, bevor du losspringen musst. Also diese Frage, die Harald gestellt hat, ist natürlich eine, die schon auch ein bisschen lustig ist. Ne? Natürlich gibt es bei uns Leute, die eine große Reichweite haben und die kommen vielleicht auch in den Bereich von echten Influencern. Ne? Die meisten von uns sind aber trotzdem in ihrer Bubble. Das sieht man immer wieder. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wer nimmt den Teil an Veranstaltungen, die wir über die Social-Media-Kanäle machen? Wie viele Leute sind das? Sind die alle irgendwie bekannt? Ja? Ist das am Ende dann eine Gruppe von 20 Leuten, die man alle persönlich kennt und die man sowieso irgendwie dauernd bespielt? Ne? Und wie brechen wir das eigentlich auf? Und da habe ich ehrlich gesagt noch nicht eine richtige Antwort drauf, weil ich glaube, dass das wichtig ist, ne? Dass man stärker diesen Diskurs ja auch führt, auf Social Media jetzt in Corona-Zeiten sowieso. Ne? Also wir machen ja ganz viel über die sozialen Netzwerke, aber die Reichweiten sind, glaube ich, bei den meisten von uns, ich spreche jetzt nicht von Annalena Baerbock oder so, die wirklich große Reichweite hat, aber die natürlich auch massiv angegangen wird, ja, und auch ein Objekt von Falschinformationen ist, ne? Wenn irgendwelche Bilder, wenn irgendwelche Zitate verfälscht werden, die dann rumgehen und so weiter. Und da eine Balance zu finden, ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, auch in diesen Dialog zu kommen, ne? Was ja bei einer Verantwortung als Influencer dann auch mitspielt. Ne? Also nur das als Ausspielungskanal zu benutzen, das machen ja dann viele, aber dann darauf zu reagieren, tatsächlich auch zu moderieren, das ist dann schon auch sehr, sehr aufwendig. Und du weißt auch, ne, wir müssen immer mehr Kanäle bedienen, um unsere Reichweiten zu erhöhen. Ja, wir müssen Twitter bespielen, wir müssen Facebook bespielen. Als Digitalpolitikerin muss ich auch Mastodon bedienen und so. Ne? Also es sind so ganz, ganz viele Ebenen. Und das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und Aufwand und Ressourcen, um das auch angemessen zu machen. Ich würde deshalb uns als Politikerinnen jetzt nicht so als die klassischen InfluencerInnen sehen. Ja? Also natürlich haben wir die Verantwortung und ich glaube, die meisten gehen da auch sehr bewusst mit um. Und wir wissen auch, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das ja bewusst nutzen, um falsche Informationen weiter zu verbreiten. Ne? Und das machen die sehr perfekt. Und da frage ich mich natürlich schon, wie sind dann die Algorithmen eingestellt, die genau dafür sorgen, ja, dass besonders Provokante, also ich meine, in der Politik ist es immer schon schwierig, wenn man differenzierte Meinungen hat. Ne? Weil du brauchst immer mehr Zeit, um etwas zu erklären. Du brauchst mehr Sendezeit, du brauchst ein paar Worte mehr, ein paar Sätze mehr und dann schalten viele ja schon ab. Und es ist viel einfacher, provokant einfach mal was rauszuhauen. Ja? Und darauf kommen dann die meisten Reaktionen. Und das ist dann das, was häufig in den Newsfeeds dann auch nach oben gespielt wird. Und dieser Mechanismus, ich glaube, den müssen wir aufbrechen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Politik haben, aber auch eben die Plattform. Und deshalb ist es wichtig, diese Transparenzkriterien jetzt auch zu haben, um zu genau zu erforschen, ne? Wie funktionieren diese Mechanismen und wie kann man da auch gegensteuern. Und dann vielleicht noch eine Sache, weil ich komme ja aus dem Journalismus, ne? Ich habe ja diese Verantwortung viele Jahre auch selber übernommen. Was senden wir eigentlich, ne? Gerade für Kinderfernsehen, ich habe Kindernachrichten gemacht, wie erklären wir Sachen,
das ist ein schmaler Grat, ne? Weil manche sind halt Meinungsäußerungen und manchmal sind auch, und das haben wir auch in der Corona-Pandemie erlebt, dass bestimmte Inhalte gelöscht werden, weil man davon dachte, dass sie falsche Informationen wiedergeben, und dann haben sie sich aber durch die weitere Forschung als richtig erwiesen. So, wie geht man denn dann damit um, ne? Oder was ist der Unterschied zwischen den Guidelines und den richtigen Mechanismen zu falschen Informationen, wenn wir sehen, dass Facebook keine nackte Haut will, ja, und es dann irgendwelche Inhalte sind, wo eine nackte Brust dargestellt ist in einem Artikel, in dem es um Krebs, um Brustkrebs geht. Das wird dann auch gelöscht. Ne? Also der Grat ist einfach sehr, sehr schmal, und da muss man eben sehr sensibel sein, und da muss es Mechanismen geben, damit auch zu Unrecht gelöschte Inhalte wieder erkennbar und darstellbar sind. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst und für die Ausführungen. Und wir hoffen, dass wir das fortsetzen dürfen. Sehr gerne. Ich danke auch und sag mal Tschüss in die Runde. Ne? Tschüss. Wir nehmen jetzt ganz schnell einmal noch Jan, Anna und Marius dran und machen dann eine Abschlussrunde. Jan. Ja, nur ganz kurz zwei Gedanken. Der eine, die FAZ für einen Lehrer als Hauptlektüre ist meines Erachtens vielleicht doch nicht das Allerschlechteste. Trotz einer gewissen konservativen Tendenz finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ein Lehrer diese Zeitung liest und das dann auch seinen Schülern vermittelt. Zu den Echo-Kammern, der Gedanke, wie weit wir eben doch staatlichen Einfluss brauchen, trotz Meinungs- und Informationsfreiheit der Bürger, aber eben um auf die Plattformen einzuwirken, um ein breiteres Informationsspektrum sicherzustellen. Wenn ich mal in meine Kindheit zurückdenke, 70er, 80er Jahre, da haben die meisten Menschen, wenn sie denn sich über die elektronischen Medien informiert haben, die Tagesschau oder Heute-Journal gesehen. Und dann kam irgendwann RTL Plus. Und die Entwicklung ist dann so weitergegangen, da wo wir eben heute stehen. Und ob das eben unbedingt der Informationsqualität gedient hat, das mag jeder selbst beurteilen. Also ich glaube, die Politik muss da auf die Plattform ganz stark einwirken. Dankeschön. Über an Anna und Marius. Und ich muss dann wirklich die Redeliste schließen, weil sonst kommt ihr hier nie raus. Anna. Ja, moin, Anna Kasowski, ich bin Tabeas Stellvertreterin im Digitalausschuss, SPD-Bundestagsabgeordnete, und fand die Diskussion bisher total spannend. Auf jeden Fall vielen Dank für die Möglichkeit, da heute überhaupt dabei zu sein. Und zur Rolle von PolitikerInnen in sozialen Netzwerken habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Also zum einen gibt es häufig irgendwie so dieses Feeling, glaube ich, so, das muss man machen, weil es gehört halt irgendwie dazu. Man sieht meiner Meinung nach aber PolitikerInnen-Posts durchaus an, wenn sie entstehen, weil man das ja machen muss, und wenn sie entstehen, weil man Bock drauf hat. So, deswegen bediene ich tatsächlich die Plattform, auf die ich Bock habe. Also da mache ich halt irgendwie am meisten so. Twitter bin ich sehr sporadisch unterwegs. Ist, glaube ich, auch okay. Man muss nicht überall mit der gleichen Intensität da sein, aber dafür das, was man macht, sollte man ordentlich machen. Und es ist irgendwie auch klar, dass das Ziel der Plattform ist, uns möglichst lange drauf zu halten, weil unsere Aufmerksamkeit ist am Ende ja doch irgendwie das, worüber das Geld verdient wird. Also es gibt natürlich auch tolle Möglichkeiten, sich da zu vernetzen. Ich habe auch internationale FreundInnen, zu denen hätte ich sonst überhaupt keinen Kontakt mehr. Deswegen bin ich tatsächlich auch ein Fan. Was diese Echo-Kammern da drin angeht, also zum einen stimme ich Tabea total zu, wenn es irgendwie darum geht, dass diese algorithmischen Entscheidungen nachverfolgbar sein müssen, dass ich verstehen können muss zu jeder Zeit, warum mir Dinge jetzt irgendwie vorgeschlagen werden. Und die Echokammern, die ich beobachte, wenn ich in Facebook-Gruppen hier bei mir in der Region unterwegs bin beispielsweise, ist, dass das nicht mehr der Algorithmus ist, der irgendwie Sachen nach oben pusht, sondern das ist dann eine Gruppe mit irgendwie 7.000, 8.000, 9.000 Mitgliedern, von denen aber immer nur so 10, 11, 12 bis zu 20 irgendwie wirklich aktiv sind und viel diskutieren. Und da kommt viel Hass. Also da kommt wirklich, wirklich viel Hass, vor allem auch gegen die Grünen ganz viel. Da hatte ich quasi im Wahlkampf, dachte ich mir manchmal so, ich kann quasi froh sein, dass ich SPD-Frau bin. Die grüne Kandidatin aus dem Nachbarkreis, die hat das um ein Vielfaches härter abbekommen. Und wenn man dann Sachen meldet, dann manchmal klappt es, manchmal heißt es, widerspricht nicht gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Und wenn ich mit anderen Menschen spreche, die in diesen Gruppen sind,
und frage, hey, wie seht ihr das? Und dann sagen ganz viele, ja, sie lesen das, sie finden es auch ganz furchtbar, aber sie haben nicht die Kraft, sie haben nicht die Energie, sich da entgegenzuwerfen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir gesellschaftlich angehen müssen, nicht nur politisch, nicht nur die Plattform, sondern da müssen alle irgendwie miteinander arbeiten und wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie können wir dagegen vorgehen, weil da kommen Einzelpersonen nicht gegen an. Also das ist einfach ein Fulltime-Job, um dagegen zu diskutieren. Und ich glaube, wir stehen da vor ganz schön großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, die anzugehen. Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass eine Klarnamenpflicht nicht die Lösung ist. Weil auch, also die Drohungen, die ich im Wahlkampf bekommen habe und danach, die waren alle unter Klarnamen, dass die Ermittlungen haben aber alle noch nichts ergeben. Das schreckt die Leute, glaube ich, nicht mehr so richtig ab. Und wir haben spannende Jahre vor uns und ich freue mich auf jeden Fall auch auf den weiteren Austausch. Wir uns auch. Marius. Wir hören leider noch nicht. Bitte? Ja, ja. Ja, gut, perfekt. Ich bin genauso wie Fabi auch Content Creator auf TikTok, aber in einem anderen Segment. Ich verstehe mich aber so ähnlich auch als Business Creator. Und ich wusste nicht von diesem Codex. Das finde ich sehr cool, dass es sowas gibt. Aber ich mache das jetzt mittlerweile 2 Jahre, habe davon aber noch nie gehört. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Genauso sehe ich auf der anderen Seite halt einzelne Personen, teilweise Jugendliche unter 18 Jahre alt, die denken, dass sie 2 Artikel zusammen recherchieren oder irgendwelche Statistiken zu Corona sehen und denken, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen und dadurch extreme Halbinformationen auf solchen Plattformen verbreiten. Und denen würde es gut tun, wenn sie mal so eine Richtlinie an die Hand bekommen würden, damit sie sehen könnten, wie überhaupt journalistisches Arbeiten funktioniert. Weil so eine Videos bekommen nicht ein paar 10.000 oder 100.000, sondern Millionen von Aufrufen. Und ich sehe das richtig kritisch. Und zu der Sache Politiker als Influencer, ich finde das richtig wichtig, dass Politiker auf Plattformen sind. Natürlich, sie müssen Lust darauf haben, da bin ich komplett bei dir. Wenn etwas halbherzig gemacht wird, ist es nicht gut, aber es muss doch kommuniziert werden, was gemacht wird, was gerade passiert. Ich finde das so traurig, wenn ich Bundestagsabgeordnete mit 3.000 Instagram-Followern sehe, da frage ich mich, das ist doch nicht richtig. Die Leute müssen kommunizieren, was gemacht wird, in Podcasts, aber halt dann in den Medien, die gut sind. Genau, das ist mein Kommentar zu den Themen. Und super Diskussion, ich fand es richtig spannend heute. Danke, dass ich hierbei sein konnte. Ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal für die Anregungen. Ich wünschte mir, wir hätten gleich die Diskussion auf 1,5 Stunden festgelegt, aber wir müssen einfach nochmal zusammenkommen. Ich würde nämlich gerne jetzt nochmal unsere Panelisten zurückgeben und wirklich große Entschuldigung an diejenigen, die jetzt nicht mehr zu Wort gekommen sind. Wir machen das weiter. Und ich würde gerne anfangen mit dir, Fabian. Was nimmst du mit heute aus der Diskussion und was wünschst du dir von der Politik und den Plattformen? Ich glaube, ich will noch gern Friederikes Fragen beantworten. Ich glaube, das ist noch fair. Und da ging es ja einmal um die Verantwortung. Ich habe ja ein bisschen was gesagt, wir sind schon ein bisschen spät in der Zeit, was Primärquellen und so weiter angeht und richtige Recherche. Das habe ich ja vorhin schon beantwortet, aber auch bei der Community zwischen den Kommentaren beispielsweise ist ja nicht immer so, dass es sich dann aufs Thema bezieht oder dann auf mich bezieht, sondern manchmal beziehen sich die Kommentatoren auch gegenseitig aufeinander. Und da hat man sicherlich eine Verantwortung, auch mal entschärfend zu wirken oder dann auch Hassrede auch zu löschen. Andererseits ist die pure Masse an Kommentaren, also bei mir sind über 100.000 Kommentare, die geschrieben wurden, da müsste ich dann irgendwie ein 10-köpfiges Team einstellen, nichts anderes machen, als irgendwie Kommentare zu beantworten. Da ist halt bei den Plattformen, da gibt es ja auch schon Mechanismen zur Filterfunktion, dass diese Hasskommentare eben rausgefiltert werden. Ja, da ist natürlich immer ein schmaler Grat zwischen freier Meinungsäußerung und was ist dann Hassrede und was ist Menschenverachtend und so weiter. Aber da ist es rein technisch schon so, aber das gibt es ja auch von der Plattform, dass da auch die Plattformen wirklich aktiv werden müssen und nicht nur die Influencer und Influencerinnen. Ja, weil es einfach von der puren Masse her nicht anders geht, wenn auf einem Account irgendwie hunderttausende Menschen sind. Dann der Wunsch an die Politik, das sehe ich auch so ein bisschen, wie Marius eben gerade gesagt hat, die Kommunikation. Also wenn ich denke, Steuern waren ja auch im Wahlkampf ein wichtiges Entscheidungskriterium und ich habe ja auch, sage ich mal, Leute eingeladen aus der Politik. Der Einzige, der kam und jetzt Finanzminister ist, wer weiß, vielleicht gibt es da einen kausalen Zusammenhang, war Christian Lindner. Die anderen aus allen anderen Parteien haben leider abgesagt, also SPD, Grüne, CDU, CSU, ja,
Und ja, das ist, glaube ich, ein Wunsch an die Politik, dass man sich eben dann, wenn man eingeladen wird, auch mal vielleicht bequemt hinzugehen, weil jetzt nichts gegen den Tagesspiegel, aber die Auflage, ja, die habe ich in der Instagram-Story, ja, und zwar in einer. Und deswegen finde ich, würde ich es schön finden, also als Wunsch an die Politik, dass er auch die Einladung eben annimmt, weil die Reichweiten mitunter halt sowieso schon größer sind wie bei klassischen Medien. Vielen, vielen Dank, Fabian. Marie. Ja, ich würde auch noch ganz kurz auf die Frage eingehen. Ich habe Friederike aber auch schon, ich habe uns gerade auf LinkedIn connected, also wir können gerne auch außerhalb noch mal mehr sprechen. Aber nur ganz kurz in unseren Analysen schauen wir uns natürlich die Artikel der Webseiten an, aber gehen auch auf Videos ein, also schauen uns auch stichprobenartig Videos an, die wir dann auch die Banken widerlegen. Und genauso machen wir das auch in den Social-Media-Analysen. Da gehen wir sowieso prinzipiell so vor, dass wir unsere Datenbank und unsere Labels, unsere Analysen als Ausgangspunkt nutzen, um dann zu schauen, wo diese Falschmeldungen auch in den sozialen Medien geteilt wurden. Und so geht das dann immer weiter. Und wir arbeiten tatsächlich, das kann ich auch noch als Ausblick geben, gerade an einer YouTube-Analyse, also ziehen uns nur Videos dafür rein. Und an einer Spotify-Analyse, dazu können wir auch, wie gesagt, außerhalb gerne mal mehr reden. Und allgemein, so als letzter Satz, nehme ich mir mit, dass es solche Events wie heute viel mehr geben müsste. Und ich finde es total interessant, den Input von allen Playern, sage ich mal, zu hören. Und ich glaube, das, was sich als roter Faden durch alles zieht, ist, dass einfach sowohl bei der Gesetzesgebung, Regulierung, bei der Umsetzung alle mit am Tisch sitzen müssen, um eine gute Lösung zu finden. Dankeschön, Marie. Und jetzt, last but not least, du warst so geduldig, Johannes. Oh, ja, danke. Ich mache es kurz. Ich würde mich eigentlich primär gerne Anna Kasautzki anschließen, die ja, glaube ich, sehr schön zusammengefasst hat. So, es gibt echt viel zu tun. Wir haben da auch richtig Bock drauf. Wir haben uns auch sehr genau den Koalitionsvertrag angeschaut. Wir sehen da eine Menge Chancen. Ich will jetzt gar nicht anfangen, welche Gesetze für uns problematischer sind als andere. Das sind Diskussionen für andere Orte. Ich glaube nur, was ja heute auch nochmal sehr deutlich geworden ist und was ich eben auch am stärksten von hier mitnehme, ist, das ist kein Problem, was irgendeiner dieser Player alleine lösen kann. Wir alle müssen einen Beitrag dazu leisten. Wird natürlich viele Diskussionen darüber geben, wie muss dieser Beitrag ausgestaltet sein, reicht anderen das, was wir tun und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind auch wichtige Gespräche. Wir freuen uns sehr auf diese Gespräche. Aber ich glaube, wir müssen immer alle im Hinterkopf behalten, dass wir am Ende schon das gleiche Ziel haben, nämlich solche Dinge, die schlecht sind für unsere Gesellschaft, ja, die Demokratie gefährden und so weiter, dass jeder da einen Beitrag leisten kann. Ja? Sei es jetzt Creator, die Politik, wir, Zivilgesellschaft und so weiter. Und damit schließe ich. Das war ein wirklich sehr schönes Schlusswort, das ich nur unterstreichen kann. Eine Chancen und Herausforderungen, die man nur gemeinsam nutzen und meistern kann. Und ich hoffe, dass wir das auch in Zukunft tun werden. Meldet euch bitte bei uns, wenn ihr Ideen habt, mit welchen Formaten wir das tun können und in welcher Art und Weise. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei unseren Panelisten, bei unseren vier Panelisten, aber auch bei allen Teilnehmern bedanken. Ich fand, das war eine richtig gute Espen-Diskussion, wie sie sein sollte, offen und ehrlich und inklusiv. Ich möchte mich auch nochmal bei OSF bedanken, ohne die das heute nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte mich auch bei meinem Team bedanken, die das mit organisiert haben. Daniel in erster Linie, aber auch Eva und Linda und auch Emily und das ganze Espen-Team winkt einfach nochmal, damit euch alle nochmal sehen, denn ohne euch würde das heute hier nicht gehen. Und wer Lust hat, nochmal ein bisschen weiter zu hören und auch zu lesen. Wir haben gerade einen Podcast veröffentlicht zu Media Literacy von Schülern für Schüler mit Schülerinnen und Schülern und vielen von den Experten, die heute auch mit dabei waren und auch eine Media Literacy Broschüre von Schülern für Schülern. Und wir hoffen, dass wir das Thema weiter mit euch beackern können. Und danke euch, dass ihr auch eine ganze Viertelstunde mehr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, euch alle bald wiederzusehen und vielleicht auch mal endlich wieder physisch und nicht nur digital. Vielen Dank. Tschüss.